Ich bin Heidi und das ist Job TV. Ich erzähle euch jetzt einen Witz. Das ist jetzt doch mal ein neuer. Sprüngli, Konfiserie, der Herr Sprüngli, Chef Sprüngli und der Herr Rüdisüli arbeiten dort in der Bankstube. Der Herr Rüdisüli steht ein super Angestellter und der Herr Sprüngli als Chef kommt dann in die Bankstube zum Herrn Rüdisüli und sagt: Sie, Herr Rüdisüli, also morgen haben wir einen riesen Besuch da. Morgen kommt der Herr Gustfey in unsere Bachstube. Und der Rüdisüli: Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Okay, gesagt, am nächsten Tag kommt der Herr Gustfey in die Bachstube. Und dann plötzlich: Ja, Herr Rüdisüli, guten Tag, wie geht es Ihnen? Ça va, ça marche? Der Rüdisüli: Herr Gustfey, Sie sind da schon lange nicht mehr hier gewesen, ne? Smalltalk da. Und der Herr Sprüngli denkt sich: Oh, der Herr Rüdisüli kennt aber Leute. Mama. Okay, einen Tag später kommt der Putin in die Bachstube rein. Oder? Herr Sprüngli hat dem Herr Rüdisüli natürlich schon gesagt, er kommt wieder ein super Gast. Okay. Putin kommt in die Bachstube rein, oder? Ja, Herr Rüdisüli. Ja, was machen Sie denn hier? Und der Herr Rüdisüli: Ja, Herr Putin, schön, Sie wieder hier zu sehen, oder? Smalltalk wieder, oder? Der Sprüngli denkt: Ja, der Rüdisüli kennt aber Leute. Mal, nicht schlecht, oder? Dann einen Tag später, oder? Wieder Vorwarnung, riesen Besuch. Obama in der Bachstube. Hey, Mr. Rüdisüli, oh my God, it's long time ago. Hey, Mr. Obama, how are you? Der Chef, der Sprüngli, der denkt sich: Mein Gott, also der Rüdisüli, der kennt aber Leute, oder? Das ist unglaublich. Da kommt der Rüdisüli zum Sprüngli und sagt so: Sehr Sprüngli, ich brauche da 3 Tage frei, ich muss da im Vatikan, aber ich muss da zum Papst, oder? Er hat mich eingeladen. Sehr Sprüngli denkt: Mal. Ja, nehmen Sie sich nur frei, kein Problem, oder? Gut, hat sich frei genommen und dann denkt sich der Herr Sprüngli: Das wollte ich sehen. Dem reise ich jetzt dort oben. Okay, auf dem grossen Platz dort, St. Petersplatz. Oben dran die Tribüne, der Papst und neben dem Papst der Herr Rüdisüli. Der Chef Sprüngli denkt sich: Mein Gott, das kann es ja nicht sein. Und dann plötzlich, der Rüdisüli schaut runter, sieht der Herr Sprüngli, winkt runter, der geht in Ohnmacht. Der Herr Rüdisüli säckelt natürlich sofort zu seinem Chef runter dort, zum Herrn Sprüngli: Herr Sprüngli, was ist mit Ihnen los? Was ist passiert? Ich habe gesehen, Sie sind in Ohnmacht gegangen. Warum? Wieso? Dann sagt der Sprüngli: Sie, Herr Rüdisüli, neben mir sind 2 Japaner gestanden. Schauen Sie auf und sagen: Mein Gott, wer steht dort neben dem Rüdisüli?